Ich wollte doch eigentlich nur hier sachte hier hochgehen. Hoppala, genau. So, und dummerweise ist die Schwerkraft jetzt nicht so gering. Ich hatte es doch fast. Ja, yep, ich hatte es echt fast. Ah, Mann, das ist so mies. Hätte er jetzt die Waffe nicht in der Hand, könnte er sich wahrscheinlich hochziehen. Ah, Fire Risk Population, okay. Wieso wird denn allgemein diese Gegend noch nicht aktualisiert? Naja, wurscht. Schön wäre, wenn man hier einfach reingehen kann. Kann man aber nicht. Oh, ist das unschön. Also dann gibt es hier noch mehr von diesen Kabeleien, die mich ja hätten irgendwo noch helfen, retten, Dings da haben können. Na gut, gibt es hier Möglichkeiten, da allgemein hochzugehen? Eine Leiter oder sowas. Eine Leiter wäre deswegen doch sehr, sehr nett jetzt gerade. Oder ein Aufzug. Oder irgendwas anderes eben. Aber Hauptsache, man kommt hier hoch. Ich werde wieder angegriffen. Ich sehe es doch. Oh, nee. In dieser Welt hier. Ah ja, stimmt. Ich brauch, für die brauche ich meine schöne Waffe. Okay, eins weniger. Und eins weniger. Und eins weniger. Nee, keins weniger. Oh, pfui, ist das doch beschissen. Okay. Ah, die haben natürlich alle die Teile von der Waffe dabei. Das ist sehr cool. Autsch, ich glaube, es hat... Okay, der hier muss es mal weg. So, wo ist denn das Vieh? Ah, dämlicher Alpha-Skag hier. Geht doch down. Ja, also. Was haben wir denn hier? Das Waffenvisier. Die Waffenpatronenkammer. Der Waffenlauf. Und da war doch noch was. Waffe, Waffe, Waffe. Leere Banane. Hier. Eigentlich hat doch jeder von den Dingern so ein Waffending fallen gelassen. Wieso finde ich jetzt nicht alle? Waffenschaft brauche ich nur noch. Super. Fehlt mir noch der Schaft. Nur Müll mal wieder hier drin. Okay, also hier kommt man nicht weiter. Gehen wir mal ein bisschen weiter in die Richtung. Mit ein bisschen Glück sind eventuell noch mal ein paar Skags da. Respawn vielleicht sehr schnell. Ist ja äußerst fein. Oder, naja, im Grunde genommen wäre es... Da ist doch einer. Super. Na, komm zu Papa. Oder zu meinem Double. Und dann wird er tot gemacht hier, weil er gehackt. Ah, da ist noch eins. Okay. Wow, pfui, pfui, pfui. Wenn der Explosivschaden auch nochmal mehr Schaden machen könnte, das wäre cool. Oh, kommt das Vieh mal... Wow, da ist es schon. Das war auf einmal weg. Ne, gut. Brauchen wir uns nicht mehr um das zu kümmern. Ja, du Alpha-Ding hier. Komm, geh tot. So. Eins von den Viechern muss doch mal noch so ein Schaft-Dings da haben. Na dann. Ja, vorbeigelaufen, ohne gesleckt zu werden. Ich bin sowas von der Profi. Gut. Also hier. Okay, keine Skags bis jetzt. Ich glaube, das war der erste Ort, wo ich allgemein Skags gefunden habe. Wow. Runner-Skin. Super. Aber Runner sind ja nur Fahrzeuge, von daher ist es nichts Praktikables. Was ist das? Sag mal, wieso gibt es hier tausende von Skins? Das kann doch jetzt auch nicht sein. Hier war zwar noch die erste Änderungsstation, aber es ist kein Grund, hier tausende von Skins hinzusetzen. Okay, die können wir aber wenigstens mal aktivieren hier, wenn wir schon mal dabei sind. Und am Anfang gab es ja keinen Runner-Skin. Und was ist das Ding? Nochmal Runner eigentlich. Ja, ist ja ein Auto-Symbol dabei. Hm, Seltenheitsfund-Dingens und so weiter und so fort und so weiter. Nein. So, was haben wir denn? Natürlich kommen wir hier nicht so einfach rein, war ja klar. Nur Müllmoni. Wow. Wie viel Iridium habe ich? Ich glaube, das wird gar nicht mehr angezeigt, so viel habe ich. Oder man kann nur 100 mitnehmen. 99 habe ich dabei. Nee, es gibt nicht überall solche Skins drin. Wäre ja wahrscheinlich sonst zu einfach. So, aber das ist ja nicht das, was ich jetzt machen wollte. Ich wollte ja mal wieder hier so ein Waffendings da schafft erstmal finden. Bevor es denn hier weitergeht. Ich glaube, ja, das ist die zweite Nebenquest, die ich hier machen muss. Und danach... Okay, gut, das ist bloß das Iridium, was so Geräusche von sich macht. Oder von sich gibt. Also nichts Besonderes. Und dann hier hinten könnte noch eins... Ja, Skags.
ganz viele Skeks. Ich soll mal hier meinen Double angreifen. Waden, Waden. Okay, eins weniger. Eins weniger. Ach nee, der ist nicht gestorben. Was soll denn der Mist? Okay. Ah, da ist es. Nee, das ist, das ist eine richtige Waffe. Ah, komm. Jetzt. Fast alle tot. So wie es sein soll. Also, eigentlich müssen ja alle sterben, aber... Wenn noch ein paar überleben, ist das ist auch nicht so schlimm. Na, okay, können wir mitnehmen. Können wir verkaufen. Was denn hier für eines? Dass die Skeks alles gegessen haben. Das ist ja pure Wahnsinn. Hep, und Double. Ich mach mich unsichtbar. Waden, Waden, Waden. Okay. Och, nö. Wie viele von den Viechern... Oh, kotze Skeks auch noch. Ah, okay. Oh, oh, wenn es so weitergeht, sterbe ich noch. Okay, das ist einer von den Fast-Toten gewesen. Double-Angriff. Und nochmal. Double, weißt du, schön war. So, eigentlich hätte ich den echt getroffen. Oh, du dämliches, ausgewachsener Skeck-Ding. Gib mir jetzt endlich den letzten Teil von dieser dämlichen Waffe. Den habe ich 100 Pro schon irgendwo mal gefunden, aber ich konnte nicht mitnehmen, weil er irgendwie dann verschwunden ist. Das ist jetzt äußerst unschön. Der hätte nämlich schon lange auftauchen dürfen sollen. Oh Mann. Oder liegt es daran, dass ich hier schon die Viecher kaputt gemacht habe? Na gut, ich gehe nochmal kurz hier lang. Mal fix da hinten gucken, ob da noch irgendwo dieser Waffenschaft darum liegt. Oder ob er hier oben schon darum... Nein. Man muss erst nochmal die Quest annehmen, bevor man allgemein irgendwas findet. Von daher... Das ist ja immer so. Es ist ja nicht so, dass man die Items erst findet und dann die Quest macht. Es sei denn, es ist extra so konzipiert. So. Also, dass die Quest mit dem Item anfängt. So meine ich das jetzt. Wow, nette Waffe. Und Double. Vor allen Dingen haben die sich jetzt wieder respawned. Ich bin gerade mal ein paar Meter weitergelaufen. Wow. Wow. Ah. Ich habe sehr, sehr... Oh Gott, ich sterbe. So ein Scheiß. Okay, wo sind die Viecher? Ah. Ja, natürlich muss ich nachladen. Ist ja nicht so, dass die Dinger von alleine sterben wollen. Okay, ein weniger. Ein weniger. Fürchtet mein Können. Ein weniger. So, drei tot. Und nirgendwo ist dieser dämliche Waffenschaft. Den ich jetzt noch suche. Ich ihn nicht mehr finde. Super. Die Viecher habe ich ja alle hier vorne gekillt. Eigentlich muss ja das Ding hier irgendwo sein. Hm. Wenn man die nur noch irgendwie wegbekommen würde hier. Ich glaube... Ja, da ist was. Steckt im Boden fest. Super! Könnte ich kotzen bei sowas. Das Ding brauche ich. Und es steckt im Boden fest. Okay, wie kann ich das jetzt irgendwie anvisieren ohne... Will nicht. Okay. Ja. Also wir wissen jetzt, wo es ist. Das bedeutet, wir müssen ja allgemein das Ding mal nach- oder neu laden lassen, damit das Teil wieder auftaucht. Okay. Lerne Jack kennen wird dann wahrscheinlich das nächste sein. Okay. Dann lassen wir das mal neu laden. Dann gehen wir mal hier kurz auf Beenden. Speichern und beenden. So. Und weiter. Ein kleiner Trick, der wirklich funktioniert. Ich hoffe mal zumindest, dass es funktioniert. Aber wenigstens die ganzen Items dürften wieder neu gespawnt sein. Aber wie es mit einem selbst ist, weiß ich jetzt glaube ich nicht. Oh Gott, wann habe ich die letzte Station gehabt? Okay. Ist noch hier. Alles in bester Ordnung. Was ist denn das für ein mieses, ein fetter Skeck? Ich habe noch nie einen fetten Skeck gesehen. Ist das geil. Nein! Oh, ich konnte den nicht... Wow, verdammt.
Okay, ich brauche wahrscheinlich irgendeine andere Waffe für die. Oh, ich mache an dem wenig Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da ist es doch. Super. Hilfe! Okay. So. Oh, natürlich funktioniert das jetzt nicht, wenn ich es brauche, ne? Ist ja klar. Hilfe! Dämlicher, fetter Spuckesgag. Ich krieg's Kotzen. Ich verschwinde. Vor allem bei Kotzesgags. Okay, eins weniger. Boah, eigentlich müsste ich dem jetzt übelst so Schaden gemacht haben. Mega-Skag. Wow, Hilfe. Okay, der ist tot. Double. Ah, nee, der ist doch nicht tot. Aber egal, ich kümmere mich jetzt mal um den hier. Yeah, so muss das sein. Der ist nur ohne Grund so fett. Du gehst auch noch drauf, genauso wie... Oh, Mann. Okay, das dürfte jetzt erstmal gewesen sein. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Und das nehmen wir auch mit. Das waren jetzt 12.000 Schaden, glaube ich, auf diesem Raketenwerfer. Das war Wahnsinn. Okay, schauen wir uns mal an. Nächster, nee. Wo ist denn dieser komische Raketenwerfer? Aber egal, wir haben die schönen Schrufe mit 379 mal 6. Ist das jetzt besser oder nicht? Müssen wir mal hochrechnen. Das sind 1.800. Und, nee, okay, da ist das Ding mal 14. Ist sowieso besser. Ja. Verursacht extra Explosivschaden. Super. Explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Okay. Der wird genommen. Der ist cool. Gut. Der hier wird dann verkauft. Der macht immer halb so viel Schaden. So, und der braucht dann wahrscheinlich sehr wenig Munition. Nehme ich mal stark an. Gut. Und sonst haben wir eh nur Müll. Das bedeutet, wir müssen erstmal hier wahrscheinlich noch irgendwelche Quests abgeben. Ja, hungrig wie ein Skag. Was mit Lionel Jack kennen? Ich glaube, das machen wir dann als nächstes irgendwann. Jetzt gehen wir erstmal nach Sanctuary. Sanctuary. Okay, wir können ja erstmal kurz das Ding aktivieren. Mal gucken, was passiert. Schadet nie, möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaffe im Nexus wie alles über Jack, das du verlegst. Okay. Schnappt die Falle zu. Dein Tod steht so bevor. Also dann, das war jetzt N, das wollte ich jetzt nicht drücken. Tagebuchseite 2, Seite 1. Es sind aber insgesamt 5 Seiten, das ist deswegen schon krass. Okay, komm los, noch einmal, weil es so schön war. Yay, good damage. Na gut, das werden wir dann später machen, aber jetzt müssen wir uns erstmal hier um die Abgabe der Quests in... Ja, Sanctuary kümmern. Kümmern die mit zwei. Moment. Das war das eine. Zu wem muss ich jetzt eigentlich... Ah, ich muss zu Marcus dann. So ein Müll. Oder muss ich doch nicht? Keine Ahnung. So, wen muss ich denn? Sanctuary? Hungrig wie ein Skag? Ja, genau. Muss ich dann auch dahin? Kümmern wir uns erstmal... darum, das Inventar zu leeren. Das kann weg, das kann weg. Ich wollte den Ladyfinger eigentlich nicht verkaufen. Den wollte ich mir aufheben. So. So ein bisschen als kleine Erinnerung. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das bleibt, das kann weg. Also dann. Ich kann nur hoffen, dass du mir irgendwas Schönes zusammenbaust hier. Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Versuch später nochmal. Hungrig wie ein Skag. Töte Skags, um die Seite von Karlsruhe zu finden. So, wen muss ich denn jetzt bitte? Abschluss. Schwarzes Brett von Feuer. Ja, klar, ne? Der will die mir zusammenbauen. Dann... Boah. Krieg ich die Krise bei sowas? Lass mal wieder zu Firestone rein. Tausende von diesen Mech-Warriorn killen. Na, schön, dann. Oh mein Gott, mein Augenbluten ist nicht so cool. Äußerst ungünstig. Okay, schöne Munition, die wir brauchen. Aber dann erstmal einen Firestone umeiern wollen hier. What? Nee. Was hat denn der hier oben noch für eine Quest für mich hier? Den brauchen wir nicht. Hier. Erklär mir das doch mal. Wie gesagt, statt zuzuschlagen, halte ich lieber Abstand zum Ziel. Warte auf den richtigen Moment und erledige es dann mit einem einzigen, gut platzierten Schuss.
Wow, wow, wow. Ab, anstatt zuzuschlagen. Kein Wort verstanden. So geil, der Typ. Okay. Wahrheiten sind relativ. Kopfschüsse nicht. Super. Hast du die Hyperion-Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ich hab den Kerl gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Okay, wird gemacht. Negative Publicity mag ich jetzt nämlich nicht. So, wo ist jetzt hier mein... Ah, klar, Dong, oder? Wenn du das Gesetz in der Hand trägst, wird er bei einigen Nahkampfschaden, den du verursachst, gleichzeitig geheilt. Das war ziemlich nett, das Ding. Oh, Abklingzeit, genau. Die Abklingzeitverringerung, die brauchte ich nämlich noch. So, aber das ist nicht das, was ich hier drin haben will. Es war das Ding. Es kommt hier mit rein. Refraktor. Das Ding kommt hier auch mit rein. Und sonst noch irgendwelche Sachen, die ich weghaben wollte. Ich glaube nicht. Der Rest ist sehr sinnvoll. Jo, wie geht's? Ach, Menno, warum lädt das nicht sich wieder auf? Das wäre so schön. Kein Iridium jetzt. Sonst ist doch hier immer überall... No, zweimal habe ich, glaube ich, schon mal... Also, in zwei von diesen Dingern habe ich einmal Iridium gefunden. Also, sehr oft. So. Mein C ist heute Morgen abgefallen. Ich glaube, ey, was die haben? Das ist so abartig. Okay, wir reden mal mit Zed, damit wir wenigstens mal dieses Quest hier zu Ende bringen können. Und los. Okay. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheulichkeit. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man es nicht hat? Da ist nix. Ne. Okay, hier ist nichts. Finde den Radiosender. Ja, das ist dann später. Nö. Oder? Platziere bitte die Organe, die du spenden willst, in den Behälter da unten. Oh mein. Ich glaube, Gehirne werden selten gespendet. Was ist das denn? Vor allem, wo ist das? Keine Ahnung. Na gut. Das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Das war im Arid Nexus. Boneyard. Ich glaube gar nicht dort, wo. Badlands ist das dort. Aber na gut. Hungrig wie ein Skag. Ja, das wollte ich dem noch abgeben, bevor es hier allgemein noch weitergeht. So, Arid Nexus, Einmeldung hier, Badlands. Ich muss dann nochmal kurz auf die Karte gucken, Moment, ich muss mich nochmal kurz umdrehen, na komm schon, jetzt. Wollten wir nochmal schauen, und zwar, okay, gut, das hatten wir, diese Gegend hatten wir, diese Gegend, das ist riesig. Okay, ja. Dadurch, dass wir jetzt jede Gegend gefunden haben, ist das wahrscheinlich die letzte, die wir sehen werden. Was sehr schade ist, aber im anderen auch dann ziemlich günstig, weil wir müssen dann nichts mehr anderes erkunden. Das ist toll. Können wir uns auf das Relevante konzentrieren, und zwar Gegner töten. Amas. Oh. Aber nicht diese Gegner, die... Na okay, vielleicht doch. So ein ganz klein wenig. Und Feuer! Oder Schlag. Oh nein. Na komm schon. Dämliche Mistviecher. Geh tot. So, ich mach dich. Nackig mach ich dich. So. Sind zwar schon relativ. Also die haben ja im Grunde genommen nichts an. Aber es gibt, glaube ich. Gab es überhaupt einen Skeck, der Kleidung trägt? Tuch? Träge? Tröge? Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich keinen gefunden. Und es sind wieder Loader hier in der Stadt. Es ist ja mal klar. Man will einfach nur in Frieden hier eine Quest abgeben. Ah, das geht sogar. Das ist gratis. 95% Crit-Schaden. Feuer so schnell wie du abdrücken kannst. Ha, super. The Level Stomper. Okay. Was ist jetzt die Waffe, die wir an der Stelle hatten? Die. Macht 1000, verbraucht 2 pro Munition. Das wollten wir damit austauschen. Okay. Da ist irgendwie ein Anzeigefehler, weil hier sind es auf einmal 72. Vorhin waren es irgendwas um die 90. Das ist irgendwie ein Beschiss.
Na gut. Das Ding kann 12-mal schießen und das andere kann 9-mal schießen. Feuerrate ist relativ hoch, aber wenn das steht, so schnell wie man abdrücken kann, muss man jeden einzelnen Schuss machen, aber es ist kein großer Unterschied zwischen dem, was ich jetzt mache. Das hat halt Explosivschaden und ist in dem Moment besser. Ladegeschwindigkeit 4, 3, die andere ist besser in der Ladegeschwindigkeit, also kann das schon mal weg. Genauso wie das hier, was ich auch gefunden habe. Wenn ich denn noch irgendwo hier mal einen Laden finde. So. Das Problem ist, die schießen mich jetzt tot. Das ist jetzt ein kleines Problemchen. Oh, nee, da ist noch ein Granatenmod, den ich irgendwo aufgenommen habe. Oh, oh. Ja, und da war es nämlich schon. Was habe ich denn jetzt eigentlich aus Versehen verkauft? Wann das? Oh, pfui! Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Okay. Schön, dass man das wenigstens während des Unsichtbarkeitsdings machen kann. Gegenschlag 50, so. Oh, pfui, 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 pfui. Wow, 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 wow. Ich muss hier weg. Ah, Hilfe. Es sind einfach zu viele. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal hier weiter zu kämpfen. So. Also dann. Die nächste Quest wäre dann Jack kennenlernen. Oder nee, Eilmeldung in Aret Nexus Boneyard. Das wäre dann das nächste. Hahaha. So, gehen wir mal wieder zurück zum Ausgang. Lauf, mein Freund, lauf! So schnell wie du kannst. Nicht, dass du stirbst. Boneyard, super. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Und die beantwortet sich jetzt. Oh, shit. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Gut. Und bevor wir diese Quest machen, machen wir jetzt hier mal eine kleine Pause und dann geht's hier weiter. Also dann, bis dann und ciao, ciao.